main thing is segregation. Für mich bedeutet Isolationshaft extreme Einsamkeit und Langeweile. Vor allem Einsamkeit. Wissen Sie, egal wie hart du bist, du kannst knallhart sein und den ganzen Tag den Bruce Lee raushängen lassen. Irgendwann kriegt es dich. Und es tut saumäßig weh. Ich fühle mich wie lebendig begraben und alle laufen über mich drüber. Ich kann sie hören, aber sie mich nicht. So fühle ich mich. Vergessen. Das ist kein schönes Gefühl. Wenn du alleine bist, beschäftigst du dich viel mit den eigenen Gedanken. Du ziehst dich viel in dich selbst zurück. Da ist einfach niemand. Du bist wirklich allein. Und alle, die sagen, ich wäre gerne allein, ich glaube nicht, dass die schon mal alleine waren. Denn wenn sie es erst einmal sind und es erleben, dann werden sie es hassen. Ich bin seit 8 Jahren in Isolationshaft. Wenn du hier drin bist, hast du nicht den menschlichen Kontakt, den du brauchst. Jedes Mal, wenn du die Zelle verlässt, musst du dich ausziehen. Du bist in Handschellen. Du bist in Fußfesseln. Du weißt, da oben in der Kabine ist ein Gewehr. Nicht unbedingt auf dich gerichtet, aber das braucht auch nur ein paar Sekunden. Du gehst duschen und kannst dich ein bisschen durch die Türen unterhalten. Du darfst raus in den Käfig für eine Stunde, ein paar Tage die Woche. Du bist hier drin umgeben von hunderten anderer Typen. Häftlinge und Wärter. Aber du bist allein.
Red Onion was. Das Red Onion wurde im August 1998 eröffnet. Es ist eine Haftanstalt der Sicherheitsstufe 6, also ein Supermax-Gefängnis. Im Grunde eine vollständig abgeriegelte Einrichtung, in der die Straftäter 23 Stunden am Tag in der Zelle bleiben, 7 Tage die Woche. Ich kam damals als stellvertretender Direktor hierher. Wir eröffneten die Vollzugsanstalt mit Sträflingen, die schlechte Führung gezeigt hatten. Die schlimmsten aus dem ganzen Bundesstaat. Und wir überführten Sträflinge aus anderen Vollzugsanstalten nach Red Onion, um sie in einer höheren Sicherheitsstufe unterzubringen. Ich heiße Michael Kelly und komme ursprünglich aus South Central, Los Angeles. Ich kenne hier niemanden. Ich habe hier keine Familie und keine Freunde. Ich kenne nicht eine Seele in Virginia. Ich fuhr nach Virginia, um jemanden abzusetzen und beging ein paar Raubüberfälle. Das Gericht in Virginia gab mir 38 Jahre für 2 bewaffnete Raubüberfälle. Hätte ich gewusst, dass ich für 2 bewaffnete Raubüberfälle 38 Jahre kriege, hätte ich es nie getan, verstehen Sie? Verdammte Scheiße, ich werf doch nicht 38 Jahre meines Lebens für 2 Raubüberfälle weg. Das ist verrückt, das hört sich bekloppt an. Aber ich wusste nicht, wie streng es hier in Virginia zugeht. In Kalifornien hätte ich 8 Jahre bekommen und das wär's. Aber ich wusste nicht, wie ernst das hier ist und wie streng die Gesellschaft es sieht. Als ich ein Kind war, wollte ich ein Gangster sein. Ich wollte sein wie mein Vater. In Kalifornien, da wo ich herkomme, sehen wir Gangs nicht als etwas Verrücktes. Es ist quasi unsere Kultur. Wenn du aus einem bestimmten Viertel kommst, dann ist das deine Familie. Es ist alles für dich. Wenn man jung ist, sieht man zu bestimmten Leuten auf und will so sein wie sie. Verstehen Sie? Ich will so sein wie der. Ich sehe sein Auto, ich sehe die Mädchen, die ihn mögen. Und dann will ich so sein wie der. So aussehen wie der. Das ist mein Amerika. Und jetzt bin ich im Gefängnis. Sie haben mich wegen einer Schlägerei in Isolationshaft gesteckt. 23 Stunden am Tag in dieser Zelle zu sein, das ist schon an sich eine mentale Herausforderung. Einfach so lange in dieser Zelle zu sein, es ist ein psychologisches Ding. Alles, was wir durchmachen, spielt sich nur in dieser kleinen Kiste, dieser kleinen Zelle ab. Du versuchst, Dinge zu tun zu finden. Du versuchst, nicht wahnsinnig zu werden. Jeden Tag, den ganzen Tag. Meine Therapie ist, jeden Tag zu putzen. Morgens nach dem Aufstehen putze ich. Wenn ich abends ins Bett gehe, putze ich. Ich wische den Boden, die Wände, das Waschbecken, einfach alles. Blitzeblank. Aber keine Ahnung, vielleicht ist das auch schon eine Zwangsstörung. Vielleicht bin ich auch schon ein bisschen wahnsinnig. Die Beamten können das nicht verstehen, wissen Sie? Die sind die Hälfte der Zeit hier, die wir hier sind. Sie gehen. Sie gehen zurück in die echte Welt und kommen wieder her. Das hier ist unsere Welt. Tracking the development of a winter storm here along the east coast and just starting to see some snow in the north and south Dakotas, a bitter cold Arctic air from the south. That ends the warmer air to the southeast, and then we get that storm developing, so it's just initially starting to develop now. Temperatures are dropping.
me all your clothes. Some days it can be. An manchen Tagen ist es ganz entspannt und an anderen Tagen geht dein Stresslevel durch die Decke. Es fühlt sich an, wie selbst im Gefängnis zu sitzen, denn am nächsten Morgen musst du wieder herkommen. Aber man macht das Beste draus. Und um alles im Griff zu behalten, muss man standhaft sein. In einem Supermax-Gefängnis zu arbeiten, härtet definitiv ab. 28. Es ist schon eine Leistung, ruhig zu bleiben, wenn man es mit einigen von denen zu tun hat. An manchen Tagen ist es, als wolle der Tag nicht enden. Da kommt ein Ding nach dem anderen. Ich bin Bereichsleiter im Block D. Ich arbeite seit 16 Jahren für die Strafvollzugsbehörde. Ich habe als Officer angefangen, wurde zum Sergeant befördert, dann zum Lieutenant und wurde dann Bereichsleiter. Für manche Beamte ist es schwer, nach 12 Stunden höchster Alarmbereitschaft und möglicher Gewaltausbrüche nach Hause zu gehen und zu entspannen. Manchmal ist es schwer abzuschalten, weil man immer noch wachsam ist. Ich denke, das macht diesen Beruf noch belastender. Man sieht die Dinge anders. Wenn ich mit meiner Familie im Urlaub bin oder in einer großen Menschenmenge, wissen Sie, ich habe immer alles im Blick. Ich glaube, das kommt vom Job. Dieser Job verändert deine Einstellung. Man wird misstrauisch. Sie können dich angreifen oder einfach anspucken, wenn sie auf den Hof oder duschen gehen. In der Isolationshaft ist alles mit körperlichem Kontakt verbunden. Sie können dich in diesen Situationen jederzeit angreifen. Es ist hart, an einen Ort zu kommen und zu wissen, da sind 800 Leute, die dich für die Farbe deiner Uniform hassen. Wissen Sie, vielleicht tun sie so, als könnten sie dich leiden. Aber das ist ein Spiel für sie und sie werden dich verletzen, wenn sie können. Sie sind nicht deine Freunde. Das darf man nie vergessen. Man muss das Red Onion auch mal Red Onion sein lassen. Es braucht Erfahrung, um zu begreifen, dass das hier auch nur ein Job ist. Wir müssen hier nicht leben. Alles klar. Los geht's. Mein Name ist Lars Hansen. Ich bin ein Lebenslänglicher. Ich habe eine lebenslängliche Haftstrafe. Und in Virginia heißt lebenslänglich, dass es keine Bewährung gibt. Du sitzt. Leute, die ihr Entlassungsdatum kennen, haben eine andere Einstellung als ich, als jemand, der lebenslänglich hat. Das ganze Leben, das hat einen starken Effekt. Es ist deprimierend, traurig, es kann dich richtig fertig machen. Wenn man damit Jahr für Jahr leben muss, kann dich das auffressen. Ich bin 41 Jahre alt und sitze seit fast 20 Jahren hier in Virginia ein. Ich geriet damals auf die schiefe Bahn. Nichts Schlimmes, ich war etwa 13 Jahre alt. Ich komme aus einem guten Elternhaus. Sie lieben mich, haben mich nie geschlagen. Sie haben mir beigebracht, andere zu respektieren. Mein Bruder lebt in Texas, wir sind uns sehr ähnlich. Ich habe bloß die falschen Entscheidungen getroffen und er nicht. Und wissen Sie, er hat ein schönes Leben.
Mit 17 habe ich einen erschossen und saß 5,5 Jahre im Gefängnis in Hagerstown. Ich glaube, das hat mich ein bisschen versaut, weil es da ziemlich brutal zugeht. Ich habe das dem Bewährungsausschuss erzählt und kam auf Bewährung frei. Also kam ich wieder nach Hause mit 22 Jahren. Ich war ein halbes Jahr zu Hause, hatte aber immer noch die Einstellung eines Knastis. Als Häftling will man von niemandem respektlos behandelt oder ausgenutzt werden. Ich war an einer Tankstelle mit meiner Freundin und da waren zwei Typen, die meine Freundin und mich belästigten. Und die machten einfach immer weiter und weiter und weiter und da ist mir die Sicherung rausgeknallt. Ich habe sie erstochen. Ich habe sie umgebracht. Sie gaben mir lebenslänglich. Ich bin hier wegen eines Ausbruchsversuchs. Ich kletterte an einem Zaun hoch und zog mir ziemlich heftige Schnitte zu und blieb im Zaun hängen. Ich war am Verbluten. In einem Hubschrauber kam ich wieder zu mir. Sie haben mein Leben gerettet und mich dann ins Red Onion gebracht. Seitdem bin ich hier in Isolationshaft. Die Abschottung ist hart. Wenn man nicht aufpasst, passt man sich der Isolation an. Häftlinge werden asozial, verrückt, drehen durch. Fragen Sie sich selber, könnten Sie 10 Jahre in einem Badezimmer leben? Es ist übel, jemanden in einem Zimmer einzusperren, ohne etwas zu tun zu haben. Ich denke, man könnte es unmenschlich nennen und ich weiß, wir sind Sträflinge und so weiter, aber es macht mich wirklich fertig. Excuse my language, it fucks me up. Ich bin seit 17 Jahren in Isolationshaft. Aber schon seit 27 Jahren im Gefängnis. Und für was wurden Sie ursprünglich verurteilt? Bewaffneter Raubüberfall. Bei einem Raubüberfall schoss ich auf jemanden und wurde wegen vorsätzlicher Körperverletzung verurteilt. Naja, ich habe gar nicht auf ihn geschossen. Ich habe in die Luft geschossen und gesagt, er solle sich hinlegen, aber die Kugel prallte von der Stahldecke ab, dann von einer Wand und traf den Kassierer in den Fuß. Dafür gaben sie mir 30 Jahre, für einen Querschläger. Ich wollte niemanden verletzen. Ich habe in die Luft geschossen. Sie sagten sogar aus, dass ich in die Luft geschossen habe. Aber der Richter sah es anders. Er meinte, ich hätte in dem Moment beabsichtigt, jemanden zu verletzen, als ich den Abzug betätigte. Und wieso sind Sie seit so langer Zeit in Isolationshaft? Ich habe dem Gefängnisdirektor ins Gesicht geschnitten. Und in den Hals gestochen. Das war am 26. Dezember 1996. Das war nicht so schlau. Ein Augenblick des Zorns. Ich bereue das jetzt schon seit 17 Jahren. In 1986, dem Jahr meines Verbrechens, hatte ich Papiere, in denen stand, dass ich nach 10 Jahren einen Bewährungsantrag stellen könnte. 1995 gab es eine Gesetzesänderung, nach der ich den Antrag nicht mehr stellen durfte. Das hat mein ganzes Leben, meine Zukunftsaussichten verändert. Darum habe ich rot gesehen. Die Bewährung wurde 95 gestrichen und 96 griff ich den Direktor an. Die haben mich hier hingeschickt und seitdem bin ich in der Isolationshaft. Ich kam ins Gefängnis und habe mich geprügelt, tätowiert, rumgetrickst. Ich habe alles gemacht. Ich war im allgemeinen Vollzug und mein Zellengenosse erzählt mir, da ist so ein Typ, der läuft rum und erzählt den anderen, er würde dich bewusstlos schlagen und vergewaltigen. Also sagte ich, okay, wenn ich ein Messer hätte, würde ich dem Typen den Hals aufschlitzen. Und er sagte, ich baue dir eins. Wir hatten damals noch Musikkassetten. Er nimmt eine Kassettenhülle, bricht sich ein Stück zurecht, nimmt ein Feuerzeug, schmilzt es an und faltet es in der Mitte zusammen. Wir steckten 3 nagelneue Rasierklingen in die Mitte und schmolzen sie fest.
Am nächsten Morgen waren wir auf dem Sportplatz und der Typ ist auf der anderen Seite des Hofes. Ich komme von hinten und packe sein Gesicht mit der linken Hand. Ich drücke ihm mein rechtes Knie in den Rücken, ziehe ihn nach hinten und schlitze ihm den Hals von einem Ohr zum anderen auf. Sein Kumpel ruft, mein Gott, nein, wirft sich wie Superman zu Boden, rollt sich ab, springt auf und rennt über den Hof. Als der Typ sich umdreht, ich hatte ihn nicht tief geschnitten. Jemanden den Hals aufzuschlitzen ist schwieriger, als man denkt, wegen der ganzen Sehnen und Bänder. Aber er blutet wie ein abgestochenes Schwein. Als er sich umdreht, schnappe ich ihn mir und prügel ihm die Seele aus dem Leib. Bevor sie mich wegreißen können, stehe ich einfach auf und trete zurück. Meine Arbeit war getan. Sie legten mich in Handschellen und brachten mich hierher. Sie stehen noch nicht in Reihe und Glied. Stellen Sie sich im Glied auf. Wir haben 6 Straftäter mit psychischen Erkrankungen. Auf den jeweiligen Evaluationsbögen an den Zellentüren steht, wie mit diesen Erkrankungen umzugehen ist. Wir haben jetzt die Glock 40, also vergessen Sie Ihre Waffenscheine nicht. Ich glaube, das war alles. Alles andere sollte so sein wie immer. Ich wünsche Ihnen einen ruhigen und sicheren Tag. Danke an alle. Tell me how Goodman's acting this morning. He came out of restraints last night about 12:30 and waiting to get his property back to be reviewed. He's already got it. He's already got his property back. He's still a little agitated. What you got running today? Things are running smooth. Officer's doing well. We are on lock. Anything that wouldn't leave it a Zoom wreck? Not as of now. Okay. Wenn man im Strafvollzug arbeitet, merkt man schnell, dass man etwas bewirkt. Das ist Strafvollzug. Jeden Tag schützen wir die Bevölkerung. Wir retten Leben. Das erfüllt einen. Man kommt nach Hause und wenn man abends im Bett liegt und sich überlegt, was man am Tag geschafft hat, sieht man, dass man etwas bewirkt hat, dass man etwas bewirken kann. Ich habe 2000 hier angefangen, also vor 14 Jahren. Ich war vorher Phlebologin in einem Krankenhaus in der Nähe. Ich kam vor allem wegen der Arbeitsplatzsicherheit. Hier in der Gegend ist es schwer, als Frau das Gleiche zu verdienen wie die meisten Männer. Das war also eine echte Chance für mich. Es gibt viele Kohlebergwerke hier. Für viele Jahre war das der Beruf, den alle ergriffen haben, weil immer Leute gebraucht wurden. Dann gab es noch Sägewerke. Es gibt hier kaum Spitzenjobs. Die Eröffnung des Red Onion hat viele Arbeitsplätze geschaffen. Damals wurden viele Kohlebergwerke geschlossen und Arbeiter entlassen. Darum waren viele Leute, die hier anfingen, ehemalige Kohlearbeiter. Fast jeder in meiner Familie hat irgendwann mal in einem Kohlebergwerk gearbeitet. Außer mir, ich glaube, ich bin die einzige Ausnahme.
Ich habe auf dem Bau gearbeitet, bevor ich herkam. Aber diese Gegend hier lebt vom Tagebau. Und jetzt, wo viele Bergwerke geschlossen werden, wird es für die Menschen immer schwieriger. Es wird immer schwieriger, über die Runden zu kommen. Mein Vater arbeitet noch immer im Kohlebergwerk, jetzt schon seit 40 Jahren. Wissen Sie, ich bin in einer Bergarbeiterfamilie aufgewachsen. Das ist hier in der Gegend nun mal die größte, eigentlich die einzige Industrie. Die Arbeit im Red Onion ist hart, aber im Vergleich zu den Kohlebergwerken ist es ein guter Job. Die Bereichsleiter drehen täglich ihre Runde, um zu sehen, wie es den Straftätern geht. Man muss die Männer in seiner Einheit kennen. When was your charge? Okay. What is a 212 charge? A threatening bodily harm charge. A threatening bodily, who did you threaten? I ain't threatening nobody. The officer said he overheard me talking to somebody. They won't give me my property back. They won't give me nothing back. You know, at each door. Hinter jeder Tür haben die Straftäter ein anderes Anliegen. Und natürlich wollen alle, dass es gelöst wird. Before 10 o'clock in the morning, right? Yeah. I done told them before, man. But yes. Aber natürlich geht das nicht immer. Ich glaube, wir haben ja einige Straftäter, die in der Isolationshaft bleiben wollen. Weil sie vielleicht Angst davor haben, unter anderen Häftlingen zu leben. Und dann haben wir einige, die sich einfach verweigern. Wenn ein Sträfling aus der Reihe tanzt oder sich nicht benimmt, dann hat das Konsequenzen. Wenn ein Häftling sich wiederholt daneben benimmt, dann führt das zu Disziplinarmaßnahmen. What did you do last week? Did you flood, break the sprinkler head? Why did you break the sprinkler head? You feel better now? But you feeling a little bit better now than you was last week? No, I haven't heard from my family like over a year. That's the last time I got your mail. You feeling better today, Lonnie? I got mental illness, I'm severe, mentally ill, psychotic and erotic, and being denied on sufficient. You're psychotic and erotic, is that what you said? Yeah, psychotic and erotic. That's a person that symptom out of touch with reality. Don't know what's shimmery, what's real, and what's spurious and fake. And some of the torture technique, like strapping prison to the bed with that useless chest strap, starving. Well, I tell you what, Lonnie. We're gonna go on about our business. Right? And look, also, they got me in prison with no evidence. They had no eyewitness, and the state found me guilty, and they had a lot of people with a crime like that. Im Red Onion angekommen, beginnen die Sträflinge auf Level 0. Sie dürfen auf den Freiganghof und zu den Duschen. Dazu natürlich die Grundlagen wie Nahrung, Kleidung etc. Das Minimum. Wer sich an die Regeln hält und mit den Beamten kooperiert, steigt auf zu Level 1. Hier dürfen sie ein elektronisches Gerät besitzen und bekommen ein paar Dollar mehr Hausgeld für den Gefängnisladen. Führt sich der Sträfling weiter gut, steigt er auf zu Level 2, das mit noch mehr Privilegien verbunden ist. Sie bekommen noch ein paar Dollar mehr Hausgeld und einen Fernseher. Ich liebe den Fernseher. Er ist meine einzige Verbindung zum Leben. Verstehen Sie? Zur Außenwelt. Ich saß 13 Monate ein ohne Fernseher und ich weiß ihn jetzt wirklich zu schätzen. Letztens habe ich eine Sendung auf dem Discovery Channel gesehen. Da war so ein Typ, der Baumhäuser gebaut hat, die wie kleine Villen waren. Kleine Baumhäuser, die wie Raumschiffe und alles Mögliche aussahen. Ich war völlig baff. Ich wünschte, ich wäre auf eine Kunsthochschule gegangen. Morgens nach dem Aufstehen sehe ich fern. Die lokalen Nachrichten. Oder eine schrecklich nette Familie. Das ganze Zeug, das morgens läuft.
Aber manchmal gucke ich einen Film und sehe etwas, das mich an früher erinnert. Es erinnert mich daran, dass ich Dinge verpasse, die ich früher gemacht habe. Das macht mich wütend und ich schalte um oder mache den Fernseher aus. Kennst du die Sendung mit Bear Grylls? Der macht so, ich würde es Survival-Camping nennen. Er geht in die Wildnis mit nichts außer einem Messer und ein paar Klamotten und lebt von der Natur. Ich liebe das. Ich habe das früher auch ständig gemacht. Ich habe im Wald gelebt. Nach der Schule habe ich mich nicht vor den Fernseher gesetzt. Ich war draußen im Wald unterwegs, bin auf Bäume geklettert, von Felsen gesprungen, auf Felsen geklettert und so weiter. Ich liebe das. Ich vermisse es. Und hier haben wir Mattglas in den Fenstern, damit wir nicht rausgucken können. Wir können keine Bäume sehen. Nichts. Prozent der Straftäter in Virginia kehren in die Freiheit zurück. Früher war es so, dass Straftäter, die einige Jahre in Isolationshaft verbracht hatten, direkt zu ihrem Bewährungshelfer gegangen sind. Ihnen wurden die Handschellen abgenommen und sie wurden zurück in die Gesellschaft geschickt. Und es wurde von ihnen erwartet, sich in der Gesellschaft zurechtzufinden. Jetzt versuchen wir, ihnen die Handschellen hier abzunehmen, innerhalb des Gefängnisses, damit die Bevölkerung nicht dieses Risiko tragen muss. Um aus der Isolationshaft zu kommen, müssen die Straftäter an unserem Stufenprogramm teilnehmen. Diese Woche beschäftigen wir uns mit Aggressionsbewältigung. Eine Frage bezieht sich darauf, wie Sie gelernt haben, Ihren Ärger auszudrücken. Wie haben Sie gelernt, Ihren Ärger auszudrücken? Modul 3, Arbeitsheft 3. Glauben Sie, dass wir lernen, wie wir Ärger ausdrücken? Ist das etwas Erlerntes? Ich habe es von den Leuten um mich herum gelernt. Ich bin in einer harten Nachbarschaft aufgewachsen. Man musste kämpfen. Sie haben gelernt, dass es Wege gibt, wie Sie von anderen bekommen, was Sie wollen. Manchmal war das verbunden mit dem Einsatz von Gewalt, Einschüchterung oder körperlicher und seelischer Misshandlung. Viele Menschen sitzen im Gefängnis aufgrund der Lektionen, die sie in ihrer Jugend gelernt haben. Welche Arten körperlicher Gewalt haben Sie schon mal angewendet? Ich habe so gut wie alles angekreuzt. Schubsen, festhalten, treten, würgen, stoßen, schlagen, Waffeneinsatz, jemandem bleibende Verletzungen zufügen und sogar jemanden töten. Was haben Sie dadurch erreicht? Naja, wenn es zu diesen Sachen kam, dann sehe ich rot und mir fliegt die Sicherung raus. Ich denke nicht mehr nach. Mir geht es nur noch darum, den anderen körperlich zu überwältigen, um das zu bekommen, was ich will, anstatt vernünftig an die Sache ranzugehen. Sie haben also nicht daran gedacht, was Sie erreichen wollten? Nein, mir sind einfach die Sicherungen durchgebrannt. Das Programm besteht aus 7 Stufen. Wir versuchen, Sie darauf vorzubereiten, wieder im allgemeinen Vollzug leben zu können. Häftlinge, die das Programm abschließen, wechseln aus der Isolationshaft in den allgemeinen Vollzug. Ihre Zügel werden etwas gelockert. Sie können auf den Freiganghof, sich im Hafthaus bewegen und in die Kantine gehen. Ich heiße Dale. Ich bin 23 Jahre alt. Ich bin seit 2005, seitdem ich 15 war, eingesperrt. Ich war fast 2 Jahre in Isolationshaft. Das Stufenprogramm ist eine gute Chance, ein Ziel, das man verfolgen kann. Aber entweder du nimmst am Programm teil oder du sitzt in der Zelle. Ich meine, das ist nicht wirklich eine Wahl. Wenn du in der Isolationshaft bist, ist das ganze Chaos, die ganze Negativität um dich herum schwer zu ertragen. Du siehst, wie Häftlinge sich mit Kot oder Urin bewerfen.
Ich hatte da drin viele Panikattacken. Das zieht einen runter. Ich kann ehrlich sagen, dass ich danach nie wieder der gleiche sein werde. Auch wenn das Leben weitergeht, alles sich bessert, sowas vergisst du nicht. Allein in eine Kiste gesperrt zu sein, das ist schrecklich. Glauben Sie wirklich, das hilft, sich zu bessern? Ich halte nichts von langfristiger Isolation, das macht einen nur verrückt. Das Stufenprogramm ist Ihr einziger Ausweg. Jeder Sträfling ist zur Teilnahme an dem Programm berechtigt. Egal, was Sie verbrochen haben. Guten Morgen, Jungs. Guten Morgen, Team. Freut mich, dass das ganze Team hier ist und die Häftlinge, die das Stufenprogramm abgeschlossen haben. Einige von ihnen haben eine nicht unbeträchtliche Zeit in Isolation verbracht. Vergessen Sie das nicht. Vergessen Sie nicht, wie tief unten Sie hier waren. Denken Sie daran, was Sie hier geschafft haben, um wieder in den allgemeinen Vollzug zu kommen. Denken Sie daran, was Sie hinter sich haben. Und denken Sie an die Fortschritte, die Sie gemacht haben. Herzlichen Glückwunsch an euch, Jungs. Und herzlichen Glückwunsch auch an mein Team, euch so weit gebracht zu haben. Und nochmals viel Glück. Ich bin mir sicher, wir sehen uns im allgemeinen Vollzug. Danke. Obwohl man immer noch mit den gleichen Häftlingen und Beamten eingesperrt ist, ist der offene Vollzug viel erträglicher. Aber die Umgewöhnung ist hart. Manchmal ertappt man sich dabei, wie man sich zurücksehnt. Ich meine, wenn man für lange Zeit in einem dunklen Loch eingesperrt ist, nach einer Weile fleht man nicht mehr darum, rausgelassen zu werden, weil man sich daran gewöhnt hat. Das raubt einem den Verstand. That's anger management. You need the challenge series. This is it. No, that's the anger management. Hey, if you got a psycho program, that means that somebody is a psychiatrist. Okay. So why I'm not released, I'm here for 10 years. You've got one more program to complete. How is that a program? I'm right here. Yeah, you got it. Once you complete the challenge program, then after you complete it, you'll go to D-Bill. I've been here 7 years. I'm in segregation because they gave me 9 charges to keep me back here. They're refusing to allow me to progress in the step. Kelly. It's been 7 years since I've had a fight with anybody. 7 years. I think I've been doing pretty damn good. I'll get up with you, man. We'll talk about it. All right. Ich verstehe, dass es überall, egal ob draußen in der Freiheit oder hier im Gefängnis, Regeln geben muss. Das verstehen wir alle. Es muss sie geben, ansonsten würde hier das Chaos herrschen. Das wäre Wahnsinn. Aber wenn du ein richtiges Anliegen hast, wird es nicht gehört. Es ist, als hättest du keine Stimme. Als Mensch keine Stimme zu haben, tut weh, verstehen Sie? Thank you.
These offenders are extremely. Diese Straftäter sind extrem gefährlich. They are very violent. Sie sind und waren sehr gewalttätig. Bei diesen Jungs besteht ein großes Risiko. Aber durch das Programm haben sie eine Arbeit. Sie verpacken ihre Plastikware, wie wir es nennen. Gravy was just nothing but water, dude. That's all it was, man. I like them apples. See what the butter? I don't touch them apples. Is that, you know the movie Need for Speed? Yeah. Is that Jesse from Breaking Bad? Yeah. That's what I thought he was, man. Yeah, I recognized him. Yeah. What's that one with Lucy Liu? Oh, that's Elementary. But they got this new show coming on ABC, I believe, Endgame or something, dude. It looked really cool. Mind Games, that's it. It looked kind of cool. Christian Slater in it. Oh, never mind. That'd be canceled before the end of the season. Bei der Arbeit können wir sogar miteinander sprechen, über Sachen im Fernsehen und so weiter. Das tut gut. Aber wir tragen immer noch Fuß- und Handschellen. Wir werden immer noch von Wärtern in Sicherheitswesten rumgeführt. Ich will raus aus der Isolation. Es muss einen Weg rausgeben. Close 14! Die Monotonie, immer wieder dasselbe zu machen, das macht deinen Kopf kaputt. Als ich in die Isolation kam, hatte ich keine Probleme. Ich war einfach nur wütend. Aber in dieser langen Zeit der Abschottung hat sich mein Zustand verschlechtert. Ich musste zum Psychiater und medikamentös eingestellt werden. Wenn ich meine Medizin nicht nehme, schneide ich mich selbst. Ich habe überall Schnitte. Das hat die Isolationshaft mit mir gemacht. Ich bin zu doppelt lebenslänglich verurteilt, ohne Aussicht auf Bewährung. Ich werde den Rest meines Lebens im Gefängnis verbringen. Aber ich will nach Hause. Mehr nicht. Ich will nach Hause. Wissen Sie, wenn man die Typen hier fragt, was sie sich wünschen, wenn sie rauskämen, die wollen Autos, Häuser, Frauen, Kim Kardashian und so, scheiß auf all das. Ich will nur einen guten Job. Ich hätte gerne eine Frau, ein paar Kinder und einen Hund. Mehr wünsche ich mir nicht. Habe ich mir nie gewünscht. Ich hab's versaut. Ich schieb's nicht auf meine Eltern oder so. Ich hab getan, was ich getan hab. Ich übernehme die Verantwortung. Und wenn ich den Rest meines Lebens im Knast bleibe, schluck ich das und komm klar. Sonst müsste ich mich umbringen, aber dazu bin ich zu feige. Wenn ich depressiv werde, dann schüttle ich es ab und mache Sport. Mindestens 4 Stunden lang. Ich versuche, so lange durchzuhalten, bis ich so geschafft bin, dass ich nicht der Verzweiflung verfalle. Du musst hier so viel mit dir selbst ausmachen, dass dein Kopf anfängt, dir Streiche zu spielen. Du brauchst das Gefühl, jemandem wichtig zu sein. Und wenn du dieses Gefühl in dieser Zelle nicht hast, dann willst du einfach nur deinen verdammten Verstand verlieren und verrückt werden.
Ich weiß noch, als ich hier angefangen habe, hatte ich nicht das Gefühl zu wissen, was ich tue. Ich war damals 20 Jahre alt und machte eine Kontrollrunde. Ich gucke in eine Zelle und da war ein Typ in Zelle 10. Und der hatte ein Loch in seinen Arm gebissen. Ich weiß noch, wie ich stehen bleibe und das sehe und dann... Ich war geschockt. Um ehrlich zu sein, wusste ich nicht, worauf ich mich eingelassen hatte. Und meine erste Reaktion, ich wurde weiß wie eine Wand. Ich war total geschockt. Und er guckt mich nur an und macht... Überall war Blut. Der Arzt musste kommen. Das war ein ziemlich verrückter erster Vorfall. Hat mich aber ganz gut eingearbeitet. Mr. Marsh, you have any lunch today? Did lunch come? Did you accept lunch? Like to talk to me, Mr. Marsh? Yeah, as you know, as I mentioned to you yesterday, we're getting ready to send you over to Marion. How do you feel about going to Marion? Can't say. All right, we're gonna send you off and then we'll look for you to come back all healthy again. Okay? Okay. Es gibt Studien, die zeigen, dass die Isolationshaft schädlich für die geistige Gesundheit sein kann. Aber ich bin vielleicht noch nicht lange genug im Strafvollzug tätig, um das beurteilen oder nachvollziehen zu können. Es ist nur so, dass wir manchmal Häftlinge sehen, die keinerlei psychiatrische Krankheitsgeschichte haben und auf einmal auffällig werden. Und wir haben keine andere Erklärung dafür, außer, dass sie seit so langer Zeit in dieser Umgebung leben. What's going on? Why are you back here? I busted my head open. How'd that happen? I was taking a shower and I passed out. How old are you now? 71. 71. How long have you been locked up? 54 years. 54 years. How'd you stay healthy this whole time? How'd you not go nuts? You gotta have a strong mind. Strong mind. Ich staune immer über einige unserer Häftlinge, die schon seit vielen Jahren, teilweise Jahrzehnten, in dieser kargen Umgebung leben und trotzdem irgendwie gesund bleiben. Can you tell us why you're back here? Severe suicidal thoughts. And we put you back here on precautions to kind of keep an eye on you, prevent you from harming yourself. Yeah. When you're back in the building, what are your concerns about being housed? Where I'm housed, there's segregation. It seems like I'm forgotten about. Yeah. I think we need, you know, more hands-on, you know, treatment. You know what I'm saying? Yes. You know, give me things to do. You know, other than being in the cell 23 hours. Yeah, I hear you. It's a challenge for us here. It's a challenge for us. My opinion is just they just don't care. Yeah, we don't care. Well, I can understand why you might have that impression. Hey, for real, doctor, I need your support. I need your support. I don't want to, don't throw me back into where I left.
Wissen Sie, ich hatte seit 5 Jahren keinen Besuch. Meine Familie lebt in Richmond. Das sind 800 Kilometer hin und zurück. Wir haben nur 1 Stunde Besuchszeit. Und man darf sich nicht anfassen. Meine Familie kam normalerweise einmal im Jahr vorbei. Aber meine Mutter ist jetzt 73 Jahre alt. Der Rest der Familie steht mir langsam weg. Ich telefoniere einmal im Monat mit meinem Bruder und einmal mit meiner Mutter. Das ist der einzige Kontakt, den ich habe. In der Zelle, ohne die Möglichkeit, unter anderen Menschen zu sein, das ist, als würde man in einer eigenen Welt leben. Und je länger man hier drin ist, desto mehr verschließt man sich. Aber man kann mit den anderen durch die Lüftung sprechen. Das geht natürlich nur, wenn da jemand ist, der auch kontaktfreudig ist. Ich bin hier drin jetzt an einem besseren Lüftungsschacht. Die Lüftung lässt Luft in die Zellen rein und wieder rausströmen. Man kann sich da vorstellen und nach anderen Häftlingen rufen, die in den Zellen sitzen, die mit deiner verbunden sind. Man kann sich ein Schachbrett und Figuren aus Papier basteln und an der Lüftung Schach spielen. Einfach, um etwas zu tun zu haben, um die Zeit rumzukriegen. So kannst du an der Lüftung Schach spielen wie Bobby Fischer oder so. Es gibt uns die Möglichkeit, privat miteinander zu sprechen, ohne dass jemand zuhört. An diesem Schacht hängen nur 2 Zellen, nur du und eine andere Person. In anderen Bereichen hast du 4 Leute an einer Lüftung. Die Möglichkeit zu haben, mich zu öffnen und zu unterhalten, hilft mir klar zu bleiben, anstatt negativ zu denken oder an Sachen, an die ich nicht denken sollte. Lars Hansen und ich sitzen an einem Schacht. Wir wissen also viel übereinander. Er kennt mich. Er kann an meiner Stimme erkennen, wenn etwas nicht stimmt. Manchmal ruft er mich und ich sage nur, hi. Und er fragt, alles klar bei dir heute? Er hört es an meiner Stimme, wenn ich nicht reden möchte, weil er mich so gut kennt. Und er kann an meiner Stimmlage erkennen, wenn ich gute Laune habe. Das ist unsere Telefonleitung. Wir spüren, wie es dem anderen geht. Man kann sich an der Lüftung unterhalten, aber irgendwann hast du da so einen möchtegern-schlauen Idioten. Und früher oder später legt er los, nennt dich ein Spitzel oder eine Schwuchtel oder sowas. Beschimpft dich einfach. Die schlagen an die Wände, wenn du schlafen willst. Und du willst sie dir vorknöpfen, weil sie einfach nicht aufhören. Und die klopfen 7, 8 Monate am Stück. Das Licht ist den ganzen Tag eingeschaltet. Es gibt keinen Lichtschalter. Und du sitzt einfach in dieser Zelle fest. Es macht dich wahnsinnig. Wenn man sich ruhig hinsetzt und einfach nur hört, was in den anderen Zellen los ist, dann hört man 1000 verschiedene Streits jeden Tag. Wegen nichts. Das ist einfach nur die Wut und Frustration, die jeder in sich hat. Du hast diese Wut in dir, die einfach immer und immer größer wird. Und du flippst wegen Kleinigkeiten aus. Zum Beispiel ist die Post sowas wie das Highlight des Tages. Und wenn der Beamte an deiner Tür vorbeigeht und dir keine Post durch die Tür schiebt, dann kann dir das den Tag versauen. Wenn du zum Beispiel kein Brot auf deinem Tablett hast. Eigentlich sollten immer 2 Scheiben Brot drauf sein. Wenn bei mir mal eine fehlt, dann explodiere ich. Gestern wurde keine Post verteilt. Aus irgendeinem Grund haben wir gestern keine Post bekommen. Du läufst stundenlang in deiner Zelle rum, einfach nur im Kreis, Stunde um Stunde um Stunde und machst dir Gedanken. Du kannst dich nicht bewegen, nur im Kreis rumlaufen. Just walk around in circles.
Ich glaube nicht, dass die Beamten wissen, was wir hinter diesen Türen durchmachen. Es gibt keine Regeln für die Beamten. Sie haben keine. Sie denken sich ihre eigenen Regeln aus. Keiner hat mir erklärt, warum keine Post verteilt wurde. Sie sagten mir nur, dass keine Post verteilt werden würde. Wenn kein Salz auf meinem Tablett ist, dann her mit dem Salz. Ich will jetzt mein Salz, verstehen Sie? Es sind zwei total verschiedene Welten. Montags warte ich immer auf die Post, aber sie wird nicht verteilt und keiner sagt mir irgendwas. Kein Beamter, niemand kommt vorbei und sagt mir, hey, heute wird die Post nicht verteilt, weil das und das. Aber wenn wir nicht bekommen, was uns zusteht und dann was sagen und durchdrehen und verrückt werden, gelten wir als Sicherheitsrisiko. Sie beladen uns mit ihren Regeln. Sie haben meterweise Regelwerke für uns. Sie befolgen ihre eigenen Regeln nicht, aber wir sollen jede Regel haargenau befolgen, während wir den ganzen Tag nur im Kreis laufen oder rumliegen können. Du kommst an einen Punkt, an dem du nur noch rebellieren möchtest, nach dem Motto, eure Regeln sind mir komplett egal, denn selbst wenn ich sie befolge, wo ist meine andere Scheibe Brot? Verstehen Sie? Scheiß auf die! Echt jetzt, Mann! Scheiß auf die, verstehen Sie? In dieser Zelle entwickelst du eine Wut, dass du irgendwann kämpfen willst. So, kommt in die Zelle und schlagt mich zusammen. Ich will mich jetzt mit euch prügeln. Ich habe so viel Schmerz in mir angehäuft, den will ich jetzt auch mal spüren, verstehen Sie? Gebt es mir, haltet euch nicht zurück, gebt es mir so richtig. In der Zelle wird alles egal. Don't nothing matter. Ich bin früher ausgerastet, habe die Wachen und die Häftlinge mit Kot beworfen, habe die Beamten dazu provoziert, in meine Zelle zu kommen und mich mit ihnen zu schlagen, wurde mit Tränengas vollgesprüht, verprügelt und festgeschnallt, mit 5-Punkt-Fixierung und allem. Über die Jahre habe ich einige Verletzungen im Verlauf von Einsätzen in der Zelle gesehen. Gebrochene Knie, Knöchel, Ellbogen, Arme. Die Häftlinge können die Beamten angreifen. Das ist sehr gefährlich. Ich weiß noch, einmal haben ich und ein paar andere Jungs unsere Fenster verdunkelt und uns den Beamten widersetzt. Irgendwann kamen sie in meine Zelle und wir lieferten uns eine ausgewachsene Schlägerei. Ich habe das geliebt. Wirklich. Warum? Mich heiß zu machen. Man muss sich in eine gewisse Stimmung bringen, bevor man in eine Zelle geht und mit einem anderen Menschen kämpft. Das ist ein Kampf. Es ist ein Kampf. Es ist fast das gleiche Gefühl, wie wenn man einen Touchdown oder Home Run erzielt. Man muss einfach heiß darauf sein. Was den Einsatz von Gewalt angeht, um die Einhaltung von Regeln durchzusetzen, tun wir, was getan werden muss. Die Geschichte von hochstufigen Straftätern ist meistens von extremer Gewalt geprägt. Und so müssen wir sie auch behandeln. Letztlich ist es mein Job, die öffentliche Sicherheit zu garantieren und die Beamten zu schützen, die hier arbeiten. Dabei geht es um das große Ganze. Was ist das Beste? Was ist sicher? Was ist sicher für alle Beteiligten? Ich bin jetzt 35. Eigentlich bin ich seit meinem 11. Lebensjahr eingesperrt. Ich habe nur etwa 1,5 Jahre in Freiheit verbracht.
Als ich 10 war, hat mein Vater meine Mutter verlassen. Und er sagte mir, es wäre meine Schuld, dass er die ganze Zeit besoffen sei. Er ließ seine eigene Enttäuschung an uns aus. Für uns ging es dann hin und her zwischen unserem Vater und seiner neuen Freundin und unserer Mutter und ihrem neuen Freund. Keiner von beiden wollte uns. Also kamen wir in eine Pflegefamilie. Es gab da ein 17-jähriges Pflegekind und der Typ fing an, meinen Bruder zu drangsalieren. Also schnappte ich mir ein Billardkö und prügelte damit auf ihn ein. Ich flog aus der Familie und kam in eine Wohngruppe. Einmal gab es da Bananasplit. Ich hatte noch nie ein Bananasplit gegessen. Ich habe nicht mal bis heute eins gegessen. Ich wollte schon immer mal eins haben. Als Kind war ein Bananasplit das Größte. Und der Typ gab mir keins. Ich wurde wütend. Wenn ich keins kriege, bringe ich mich um. Und er so, das glaube ich nicht, so mutig bist du nicht. Also nahm ich eine Gabel und rammte sie mir ans Handgelenk. Ich war damals vielleicht 11. Sie brachten mich ins Krankenhaus. Ich flog raus und kam in eine andere Pflegefamilie. Dann habe ich Mist gebaut, ein Auto geklaut, wurde erwischt und kam in den Jugendknast. Im Jugendknast in Virginia prügelt man sich jeden Tag, wissen Sie? Und ich war mehrere Jahre da drin. Das heißt nicht, dass ich jeden Kampf gewonnen hätte. Ich habe häufiger kassiert, als ich gewonnen habe. Aber man nennt es nicht umsonst Gladiatorenschule. Ich kam raus und wohnte dann erstmal bei meiner Oma. Ich versuchte, in die Army einzutreten, aber dafür musste die Bewährungszeit ein halbes Jahr zurückliegen. Ich fand einen Job bei einem Elektriker in Charlottesville. Das hat Spaß gemacht. Ich war schon immer geschickt in sowas. Meine Oma brauchte einen Herd, ihrer ging nicht mehr richtig. Also gehe ich los und kaufe ihr zu Weihnachten einen auf Raten. Dann werde ich gefeuert und kann den Herd nicht mehr abbezahlen. Nur über meine Leiche lasse ich zu, dass die kommen und sich den Herd von meiner Oma zurückholen. Ich also scheiß drauf. Ich finde keinen Job, aber ich weiß, was ich gut kann. Ich breche in ein Haus ein, klaue ein paar Waffen. Klaue einen nagelneuen 97er Subaru Legacy Kombi. Ich klaue noch ein paar andere Sachen. Ich habe eine Knarre, ich habe Kugeln für die Knarre. Ich fahre mit 200 Sachen auf der Interstate 29. Ich geb's mir richtig. Ich war 19 Jahre alt. Das Benzin ist alle, ich halte an der Tankstelle und tanke voll. Ich habe kein Geld dabei, also gehe ich in den Shop und nehme mir eine Cola. Ich gehe an den Tresen und halte dem Tankstellenbesitzer die Knarre an den Kopf. Gib mir dein Geld. Er nimmt das Geld aus seinem Portemonnaie und gibt es mir. Mach die Kasse auf und gib mir das Geld. Er macht die Kasse auf. Ich sage, Mann, nimm das Geld raus und gib's mir. Und er sagte, nein. Ich sagte, wenn du es nicht tust, erschieße ich dich. Er sah mir direkt in die Augen und sagte, junger Mann, das glaube ich nicht. Ich schoss ihm in die Brust. Er fiel hinter den Tresen. Ich beugte mich rüber und schoss ihm zweimal in den Rücken. Ich ging um den Tresen rum, stellte mich über ihn und schoss ihm 6-mal in den Hinterkopf. Nahm das Geld und ging. Wir müssen unser Wort halten. Auch wir haben unseren Teil zu erfüllen. Wenn an einem Tag der Tag für den Gefängnisladen ist, muss das auch passieren. Was auch immer in dem Block für den Tag geplant ist, sollte passieren. Was wir ankündigen, müssen wir auch einhalten. Wir erwarten, dass die Häftlinge ihren Teil erfüllen, dann müssen wir auch unseren erfüllen.
Ich schätze die Arbeit, die Sie alle tun. Sie haben einen der schwierigsten Jobs in diesem Bundesstaat. Vergessen Sie das nicht. Denken Sie immer daran, wo Sie arbeiten. In einem Gefängnis. Also immer wachsam sein. Achten Sie auf Ihre Umgebung. Diese Jungs sind Häftlinge. Denken Sie daran. Seien Sie vorsichtig. Wenn sonst niemand was hat, danke fürs Erscheinen. Haben Sie einen guten Arbeitstag. Um am Ende eines Tages guten Gewissens nach Hause gehen zu können, müssen wir alle, vom Gefängnisdirektor bis zum rangniederen Beamten, als ein Team zusammenarbeiten. Das baut Verbundenheit auf. Aber diese Verbundenheit richtet sich nicht zwangsläufig gegen den Häftling, sondern kann ihn mit einschließen und ihm dabei helfen, sich zu bessern, insofern er das möchte. Was willst du machen, wenn dich jemand angreift? Ich meine, du tust, was du tun musst. Ganz egal, was du vorher für ein Programm mitgemacht hast. Als ich erfuhr, dass ich wieder zurückgebracht werden sollte, war ich angepisst. Ich war so sauer. Als ich wusste, dass es für mich zurück in die langfristige Isolationshaft geht, musste ich mich mental darauf vorbereiten. Denn wenn du erst mal hier bist, weißt du nicht, wie lange es dauert, bis sie dich wieder in den offenen Vollzug zu den anderen Gefangenen schicken. Ich weiß, dass ich hier bin, weil ich versucht habe, auszubrechen. Daran bin ganz alleine ich schuld. Aber ich bin kein gewalttätiger Häftling. Das habe ich die letzten 18 Jahre unter Beweis gestellt. Ich werde es nicht versauen, wenn Sie mich zurück in den allgemeinen Vollzug schicken. Ja, ich habe einen Fehler gemacht. Damals ging mir vieles durch den Kopf und ich bereue es jeden Tag. Jeden Tag. Was Sie getan haben, wird niemals vergessen werden. Die Vergangenheit lässt sich nicht ausradieren. Aber Sie sind nicht am Ende angekommen. Das Ganze ist immer noch ein Prozess. Wie lange der anhält und wo er Sie hinführen wird, kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, aber es ist ein Prozess. Gut, okay. Das wurde mir gesagt, aber der Prozess ist nie... Wissen Sie, er geht nicht voran. Sie hatten Ihre Chance im Allgemeinvollzug. Damals konnten Sie sie nicht nutzen. Sie haben einen Fehler gemacht und seitdem arbeiten Sie dafür, diese Chance, die Sie damals durch Ihr Verhalten verspielt haben, wiederzubekommen. Ich würde gerne den Schritt raus aus dem Red Onion machen. Wissen Sie nicht nur... Sie wissen schon.
Die Tür schließt und du sitzt in diesem beengten Raum. Ich kann mir das nicht vorstellen. Es muss schrecklich sein, hier einzusitzen. Ich glaube nicht, dass ich mit dieser Isolation ohne weiteres zurechtkäme. Mich nicht frei bewegen zu können, wäre sehr belastend für mich. Ich glaube, ich habe noch nie wirklich darüber nachgedacht, wie ich mich verhalten würde, wenn ich hinter dieser Tür wäre. Ich habe einen Menschen getötet. Sollte ich dafür mein Leben verlieren? Ich habe diesem Menschen das Leben genommen. Ich habe ihn seiner Frau weggenommen, seinen Kindern, seinen Enkeln, seinem Geschäft. Wer weiß, was aus seiner Familie wurde. Meine Tat kann so viele Folgen ausgelöst haben. Ich habe diesem Mann das Leben genommen. Werde ich hart genug dafür bestraft? Meiner Meinung nach nicht. Nicht mal annähernd. Aber 7, 8 Jahre Isolationshaft bringen nichts. Sie machen dich nur wütend und noch frustrierter. Sie machen uns zu Tieren im Käfig. Mehr nicht. Ich nenne das Reality-TV. Wissen Sie, ich mache mir mein eigenes Reality-TV-Fernsehprogramm. Ich habe den Jagdhund, den mag ich. Und es ist sehr unterhaltsam. Ich versuche, mich selbst zu unterhalten. Und dann, wie gesagt, manchmal habe ich Selbstmordgedanken. Und darum versuche ich, mich selbst bei Laune zu halten. In der Zelle kann man nicht aus dem Fenster gucken. Das ist eine alte Foltermethode, die zur Degeneration des Gehirns führt. Das Gehirn braucht sinnliche Erfahrungen, so wie jedes Organtraining braucht. Sensorische Deprivation, so nennt man das. Darum trete ich gegen die Tür. Jeder Tag ist gleich. Jeder einzelne Tag ist genau gleich. Wenn du ganz allein in der Zelle bist, ist es fast so, als wärst du nicht im Gefängnis. Du bist einfach anderswo. Du bist einfach weg vom Leben. Und zwar vollständig. Ich weiß nicht, ob es Hoffnung ist, was mich weitermachen lässt. Ich glaube, es ist meine innere Stärke. Ich glaube, entweder finde ich diese innere Stärke oder ich bringe mich um, wissen Sie? Es ist entweder oder. Und da ich mich bis jetzt nicht umgebracht habe, ich versuche einfach durchzuhalten. Ich versuche es einfach. Diese Hand- und Fußschellen trage ich jetzt schon seit 17,5 Jahren. Das ist eine lange Zeit.
Ich sitze schon länger in der Isolation, als so mancher für Mord gesessen hat. Ich habe niemanden umgebracht. Ich habe getan, was mir gesagt wurde. Ich habe mich gut verhalten. Ich habe keinen Ärger gemacht. Und solange ich das tue, sehe ich keinen Grund, warum sie mich nicht aus der Isolierung rauslassen sollten. Ich werde im Gefängnis sterben, aber was ich getan habe, rechtfertigt keine Todesstrafe. Das Gericht hat mich nicht zum Tode verurteilt. Warum werde ich also zum Tode verurteilt? Mich für den Rest meines Lebens in Isolationshaft zu behalten, ist wie die Todesstrafe. Das Leben ist wertlos ohne Hoffnung. Wozu soll man leben, wenn man nur existiert? Da sterbe ich lieber. Ich bin müde, ich bin frustriert und fühle mich.